In einer längst vergangenen Zeit, als Götter aus dem Nichts geboren, wird Tetsu, Erbe Omnions, zum neuen Herrscher auserkoren. Sodeke, an Geschöpfen reich, fortan ihm wurde unterstellt. Doch war er einsam und allein ganz oben unterm Himmelszelt. Aus seiner Haut, kristallenklar, schuf er ein Wesen, das ihm glich. Obwohl von edelstem Gemüt die Spaltung dunkel trennt vom Licht. Doch Freud und Eintracht wär nicht lang, während das Paar regiert das Land. Denn bald an Macht die Nacht gewann und alle Liebe schwand. Der Dunkle im Schatten bald Bestimmung fand. Durch böse Hinterlist der Zwilling ward verbannt. Er musste fliehen und Hilfe suchen, geschlagen und geschwächt. Doch stand ihm bei ein Katzenmensch, sehr weise und gerecht. Sein Stamm ins Schattenland muss fliehen, drei tapfere Menschen mit ihm ziehen. Unglückselig war die Spaltung, selbstsüchtig mein Begehr. Eins mit mir selbst, das muss ich sein. Zum Kampf der Gute ruft sein Heer. Das Licht, das Dunkel schließlich unterwarf, der Zwilling ward besiegt. Durch seinen letzten Akt der Wut jedoch die Welt jetzt in zwei Teilen liegt. Die Menschen und die Welt, einst eins, sie waren nun entzweit. Die böse Macht, nicht lebend, doch nicht tot, hinabglitt in die Dunkelheit. Dann plötzlich kehrte Stille ein, nachdem Magie die Welt verließ. Doch tausend Jahre sollten noch vergehen, bevor der Kreis erneut sich schließt. Das Schicksal jener tapferen Vier erfüllt ist es noch lange nicht. Denn niemand weiß, ob irgendwann das Dunkle wieder Bahn sich bricht. Es droht der Tag der Rechenschaft. Das Böse aus dem Schlaf erwacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich werde jetzt zu Deki Let's Play. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf YouTube verzweifelt nach einem Let's Play gesucht. Einem Deutschen, also Englisch habe ich zwei oder drei gefunden. Von Deutschen bin ich über sage und schreibe eins gestolpert, also ein vollständiges. Und ich habe mir gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsspiel am Rechner. Mit dem Ton, werdet ihr noch feststellen, ist das eine heikle Sache. Also, ich kann den Ton auf ganz hoch stellen. Es wird nicht viel bringen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich dieses Mal den Ton über meine Boxen aufnehmen werde. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall feststellen, dass es über die Boxen kommt, diesmal der Ton. Das ist nicht schön. Aber so kann ich an der Lautstärke manchmal ein bisschen was regeln. Jetzt habe ich meinen Hustenbonbon. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade meinen Hustenbonbon inhaliert. Ja, sollte man auch nicht tun. Aber gut, wir starten gleich. Denn ich werde am Stück wie immer eine Aufnahmesession jetzt probieren. Seitdem ich das mit dem Schneiden mache, ist das viel harmonischer. Und ich weiß nicht, wie lang eine Folge wird. Deswegen, let's go! Wie gesagt, ich werde ein bisschen regeln. Die Ladebildschirme können manchmal ein bisschen länger dauern. Aber es klappt schon. Und es ist auf Deutsch. Also ihr seht auch deutschen Untertitel. Da es nicht über Steam läuft. Ich habe noch eine Disc dazu. Vorsicht, Tal, warum so in Eile? Verzeihung, Elko. Till, ich bin spät dran. Wirklich spät. Verzeihung, Nefrau. Mann, du Trampel. Pass doch auf.
wieder mal spät dran, Tal. Ich kann nicht den ganzen Laden wegen dir aufhalten. Ich brauche Soldaten, keine Träumer. Hört zu, ihr Memmen. Ich werde euer Leben gründlich ändern. Ich mache echte Männer aus euch, koste es, was es wolle. Ihr werdet erleben, wie ich euch rannehmen werde in den nächsten Wochen. Also, Jimmy, wie lautet der Plan für heute? Meister Elko wird heute den ersten Kristallturm einschalten und ihr habt versprochen, dass wir meine Mutter besuchen. Oh, fabelhaft. Es geht nichts über ein Kaff mit lauter Opis. Das muss ja als Kind totlangweilig gewesen sein. Ganz und gar nicht. Nur langweilige Menschen erleben nichts. Wirklich? Ich hatte bloß gehofft, wir würden etwas Spannenderes machen. Vielleicht eine Truppeninspektion. Aufwachen, Soldat! Hast du mir überhaupt zugehört? Auch heute beschäftigen wir uns wieder mit der schönen Kunst des Tötens. Ein Soldat der imperialen Garde muss wissen, worauf es dabei ankommt. Ihr werdet lernen, das Schwert ohne Gnade zu gebrauchen. Was denn? General Arlo, darf ich euch kurz stören? Wenn es denn sein muss. Ihr wisst aber, dass diese Soldaten im Dienst sind. Sie haben nämlich hohen Besuch. Könntet ihr wohl eine Vorführung arrangieren? Bitte. Wir sind kein Zirkus. Dies ist die Armee. Ihre Majestät wünscht es, General Arlo. Ach ja? Dann muss ich wohl eine Ausnahme machen. Wer ist das? Ihr Name ist Buki. Ihrem Stamm gehört der Kristall, den wir dringend brauchen. Ah, verehrte Buki, wir kommen gerade richtig. Der General und die imperiale Garde sind gerade beim Training. General. Ja, Miss Buki, ihr könnt gern zusehen, wie wir die Grundlagen des Schwertkampfes durchnehmen. Karl, du kannst beginnen. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich musste mir gerade mal wieder während dieser Szene das Lachen sehr verkneifen. Wir sind jetzt Tal und sind mitten in den Grundlagen. Ihr merkt auch immer wieder dieses laute Hoch und Runter. Ich mache das wirklich nur an den Boxen. Denn ich habe schon in der Testversion gemerkt, dass es über den, wenn ich das über das, also ganz normal über das Spiel aufnehme, dann klappt das nicht ganz so, wie ich das möchte. So, Schild funktioniert mit Leertaste. So, die Aktionen mit den Maustasten. Ganz normal, Aktion 1 und 2, die verschiedensten Sachen. Klappt übrigens nicht immer, meine Kombos. Also mir fehlt da oft einfach wirklich die Geduld. So. Zum Erklären werde ich mich jetzt kurz noch ein bisschen weiterprügeln. Die können nicht fallen und habt ihr gerade gesehen, die Buki wollte gerade schon mitkämpfen. Manchmal bewegt sie sich wie jetzt. Und manchmal, wenn du zu nahe kommst mit der Waffe und allem, dann setzt sie sich eigentlich schon in Kampfposition. Ist ein Fehler, den habe ich immer nur auf CD festgestellt. Habe ich jetzt nur einmal kurz gesehen, ansonsten macht sie bloß halt ihre Übungen da hinten. Was könnte ich jetzt noch schnell sagen, bevor wir in die nächste Sequenz wechseln? Ja, wir spielen Tal im Moment, den einen Helden. Bei der Sequenz, ich hoffe, ihr fandet das alleine durch die Musik genauso lustig wie ich, als der liebe Herr General von Elko unterbrochen wurde. Bei den großen Filmsequenzen, bei richtig großen Filmsequenzen ist es wirklich so, dass man keinen Untertitel hat, aber ihr werdet gleich sehen, dass ihr Untertitel habt im Notfall, falls der Ton sich von mir nicht anderweitig noch regulieren lässt. Na dann, gehen wir weiter. Räuspern. Dies ist die Kunst des Schwertkampfes. Denkt dran, das Schwert ist euer bester Freund. Ihr seht, Mr. Lee. Wenn ihr euer Schwert liebt, kann euch die Welt nichts tun haben. Ihr kämpft gut, aber ein Shadani-Krieger versteckt sich nicht hinter dem Schwert. Ich genieße die Angst in ihren Augen, den Schweiß auf ihrer Stirn. Nichts ist besser als ein scharfes Schwert in der Hand. Recht ungeschickt, wie alle Menschen. Auf nimmer Wiedersehen. Mal zugehört, Männer.
Wir haben erfahren, dass die Akloria bald wieder unsere Himmel verdunkeln. Wir verstehen ihre Motive zwar nicht, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie Illumina nicht betreten. Die Akloria kämpfen mit Guerillataktiken und achten keinerlei Gefechtsregeln. Sie sind völlig gewissenlos und könnten sogar Lichtkreaturen auf uns hetzen. Diese Monster können verschiedene Gestalt annehmen. Also, seid auf alles gefasst! Der Feind greift den kleinen Berserkertruppen an. Die Königin erwartet, dass wir keinen verschonen. Und denkt dran, das Land ist groß. Also nehmt alle eure Karten mit, damit ihr wisst, wo ihr seid. Oh Mann, ich muss schon wieder mir das Lachen verkneifen, denn ich habe gerade wieder den sehr genialsten Grafikfehler der Welt gesehen und beobachtet. Im Hintergrund, gerade als der Herr General gesprochen hat. Burg Illumina, das Herz des Lichtimperiums, da sind wir jetzt. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte. Die Musik ist natürlich schrecklich laut. Die Waffenschmiede ist gleich neben dem Übungsgelände. Dort werden, es ist leider sehr schnell der Text. Muss ich gucken, ob ich das so eingestellt hatte. Sicher an Orten wie zum Beispiel in dieser Herberge. Camo verkauft alles, was er in die Flügel bekommt. Hinter diesen Toren liegen die verwüsteten Lande von Haskilia. So, also, wir spielen Tal. Jetzt muss ich überlegen, wie am besten ich steuere mit den Tasten hier drüben, nicht mit den Pfeiltasten. Besorge dir besser eine Karte der Wildnis, bevor du den Dienst antrittst. Geh zu Camos Laden an der nordöstlichen Ecke des Marktplatzes und hol dir eine. Für Soldaten sind Landkarten gratis. Befehl der Königin. Das wird dem Geizkragen gar nicht gefallen. Danke, das finde ich schon selbst. Neuer Auftrag. Also, mach mal. Mission im Hauptmenü. Gucken wir dann gleich. Also, noch einmal. Dieses Spiel ist schon ziemlich alt. 2004? Lasst mich nicht lügen. Also, ich habe nicht vorher geguckt, wann es erschienen ist. Wenn ich mich nicht irre, habe ich es Anfang oder Mitte 2004 gekriegt. Vor meinem Geburtstag jedenfalls habe ich es mir selber geholt. Beziehungsweise, ich hatte mit einer Freundin damals sogar zusammengelegt, weil wir fanden beide das Cover cool und haben es eiskalt aus dem Laden mitgenommen. Lang lebe Illumina und das Lichtimperium! Ja, schön. Gut, da kommen wir nicht lang. Da oben, weil ihr euch gerade noch von der Sequenz erinnert, wir können leider nicht nach oben, wir können bloß ein Stück ran und raus. Da oben am Turm, das ist der Turm, der ja hinaus zeigt auf das Ganze, da ist Eilish drin, die Prinzessin des Ganzen. Hier haben wir den Schmied. So, was ich noch ganz kurz zum Grafikfehler sagen wollte. Ich habe es fast wieder vergessen. Es gibt so viel, was ich über dieses Spiel erzählen mag. Alleine, ich mag eigentlich die Musik runterdrehen, doch ein Stück. So, hier sind wir am Hauptmenü. Einstellungen. Ich werde es doch etwas runterdrehen. Die Musik ist schrecklich laut. Und es verändert sich von Sequenz zu Sequenz. Mir ist aber aufgefallen, dass das irgendwie nur auf CD ist. So, hier haben wir unseren Auftrag. Hier haben wir unsere Rüstung. Haskilischer Panzer, normale haskilische Militärrüstung, frontal täglich poliert. Ja, das macht er abends so lange, deswegen verschläft er früh. Rekrutenschwert, Stärke 15, Entscheidung 10%. So, unser Inventar haben wir bloß die heilende Salbe. Hier können wir uns später aufrüsten, wenn wir ein Level aufgestiegen sind, mit speziellen Waffen hier unten. Und den drei Fähigkeiten, die man braucht, oben. Hier haben wir alle möglichen Gegenstände. Wertgegenstände, Handelsgüter, Wertgegenstände, Rollen und Gegenstände für Aufträge. So, hier können wir das Ganze wieder beenden und hier haben wir die Karte. Und wie ihr seht, wir haben noch zwei andere zur Verfügung, oben am Kreis. Ich habe hier leider keine Maus, um euch das zu zeigen. So, damit sind wir durch. Also, nochmal zum Glitch. Also, Glitch war es ja nicht, es war eigentlich ein Grafikfehler. Wir hatten ja dort hinten, kommen wir eigentlich jetzt hier gerade nochmal rein, um das zu zeigen? Nein. Wir hatten dort hinten, als der General geredet hat, uns über die feindlichen Truppen aufgeklärt hat, hat man doch im Hintergrund diesen einen Kämpfer gesehen. Und von diesem Gerüst, von dieser Dummy-Puppe, sage ich mal, von dieser Strohpuppe, war unten am Boden das Gerüst Gras. Es war wirklich nur Gras, da hast du kein Holz gesehen. Genauso die Füße von dem Soldaten, der da gekämpft hat. Ist mir aufgefallen, habe ich bis jetzt auch bloß auf der CD-Version gesehen. Bei Steam scheinen sie das poliert zu haben. Ich heiße Hagen. Schmied, Wertmeister und Waffen- und Rüstungszauberer. Also, wenn ihr wirklich die Sprache nicht versteht, es tut mir leid, ich kann es nicht noch lauter drehen.
weil ich habe es einmal über die Boxen laufen und einmal über meine Kopfhörer. Über die Kopfhörer eigentlich nur, damit ich selber deutlicher verstehe. Weil durch mein Mikro, weil ich dieses stehende Mikro, was ich hatte, habe ich zurückgegeben. Es war zu wenig Platz bei mir leider. Und bei meinem Headset das Mikro, ja, muss ich halt die Kopfhörer aufhaben. So, was könnt ihr mir Bier denn bieten? Magische Gravuren sind meine Spezialität. Ich kann jede Waffe aufbessern. Ist echt wahr. Das ist schön. Auf Wiedersehen. Ja, wir sagen erstmal auf Wiedersehen. So, hier haben wir ein Schaf. Dieser preisgekrönte haskellische Gold Widder wird einmal ein Festmahl abgeben. Diese Tonne ist voll von zerkleinertem Getreide, das gemahlene werden kann. Trotz des feindlichen Überfälle scheint es eine gute Ernte gewesen zu sein. Also, wir können hier manche Sachen untersuchen. Äpfel, Orangen, Bananen für die Damen. Okay, das ist vermutlich der hier drüben, der hier rumschreibt. Meine Weine für die Ihr werdet, hier. Das ist die alte Dame hier vorne. Wir werden nicht mit allen reden. Denn auch wenn das Spiel an sich so sehr storylastig ist, weil eigentlich fast nur Story ist, hat man auch noch relativ viele andere Charakter nebenbei, mit denen man quatschen kann. So, hier können wir reden, trinken oder uns ausruhen. Wollen wir alles nicht? Wir haben volle HP, volle FP. FP brauchen wir, Moment, das haben wir nicht angezeigt. Hier haben wir zum Beispiel unsere Spezialattacken, also das ist unsere Schnellwahlleiste. Dafür brauchen wir die FP übrigens, wie ihr seht. Kriegen wir noch, unsere Waffen können wir im Kampf wechseln. Optionen, die Charakter. Kann man auch wechseln, ja natürlich. Wir werden nämlich vier Charakter spielen, wer das Spiel noch nicht kennt. Zwei Kerle, zwei Mädels. Schöne Aufteilung. Finde ich wirklich sehr gerüstet. Die echte illuminische Bratwurst, alles klar. Ich weiß nicht, ob sie schmeckt, ehrlich gesagt. Man kann sie nicht essen. Söldnerlohn. Der Söldnerlohn. Hier ist der Palast. Ich finde das schön mit den Drachen davor. Hier die Wache. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein. Nein, gesperrt. So, wir können Kisten zerstören. Fässer und Vasen. Und was war das gerade? Ich hoffe, es wird nicht angezeigt. Oh, ich hoffe. Ich habe vergessen, Skype auszumachen. Oh, das passiert mir neuerdings auch öfters. Ich muss schon eine Minecraft-Neuaufnahme, ehrlich gesagt, wegschmeißen. Weil es... Naja, ganz ehrlich, ich habe eine Stunde aufgenommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte Glück. Ich habe eigentlich nicht das Normale aufgenommen, sondern ich wollte einfach mal das Bauwerk, was ich mit meinem kleinen Bruder baue, wollte ich zeigen. Schwein gehabt, dass es nicht das normale Let's Play Minecraft war, denn es wird automatisch beim Hinausgehen ja gespeichert. So, Camo. Kinder rauchen, Alkohol und Anfassen verboten und anschreiben gibt's auch nicht. So, wie kann ich dir helfen? Wir brauchen bloß die Karte, lieber Camo. Also lieb ist er nicht, er ist ein absoluter Geistkrank. Genauso wie du sind schuld, dass ich länger arbeiten muss. Dieser Mann arbeitet, also diese Ente oder Erpel, arbeitet eh nur. Also, ihr werdet feststellen, es gibt noch mehrere Läden davon, von ihm. Und überall steht er hinterm Tresen. Oh. Die Glocken bedeuten nie was Gutes. Hey Tal, der Alarm wurde ausgelöst. Es gibt Berichte über Gefechte auf der Straße nach New Brightwater. Und Arlo möchte, dass sie eine Patrouille über Land führt, falls Prinzessin Eilish in die Kämpfe gerät. Die Prinzessin. Ja, die wussten wir ja durch die Vorsequenz. Jetzt hat es gerade wieder ganz laut geknarrt. Der weiße Fall. Ja, ja, die ganzen Tutorial-Dinger werde ich euch nicht extra vorlesen, bitte. Denn ich kenne das Spiel ja nun schon auswendig. So, hier oben waren wir noch nicht. Tals Wohnung. Sein kleines Kämmerchen. So, hier zeige ich euch. Ein Bild von Tal, seiner Mutter und seinem Bruder. Er hängt sehr daran. Manchmal zappt es nämlich von alleine weg. Da muss ich irgendwas doppelt anklicken. Das tut mir schon mal im Vorhinein. So. Schlachtenhandbuch erhalten. Rüstungsersatzteile, alles möglich. Pipapo, hier haben wir den schon Trüchen. Der Stuhl, den er umgeschmissen hat. Eingesteckt. Der wird da das ganze Spiel überlegen. Und zum Beispiel ein heilloses Durcheinander. Tal hat den Kopf eben immer in den Wolken. Haben wir sehr deutlich gehört, er hat dem General nicht zugehört. Und es gibt etwas, das werde ich prinzipiell tun. Also das tue ich jetzt wirklich prinzipiell.
Liegt daran, ich habe das erste Spiel ganz normal gestartet, bin ganz normal auf Mission, ohne den Schmied zu nutzen am Anfang. Und hatte so ziemlich meine liebe Not. Ich weiß, wo man hier Geld sammelt, also in manchen Truhen bleibt der Geldbestand erhalten. Nur von Kisten und allem, was man zerstört, verändert es sich. So, wir nehmen nämlich das Rekrutenschwert und ich möchte zweimal scharfe Schneide darauf ausüben. Dann werden wir... den Panzer können wir noch nicht. Denn dadurch werden wir stärker. Wir haben zwar jetzt alle unser Geld rausgeschmissen, aber außer zum Rüstung aufbessern und hin und wieder mal Material salben. Zuckersüßmelonen. Und hin und wieder mal irgendwelche anderen Sachen kaufen, brauchen wir es nicht wirklich. Dieser Herr hier übrigens erzählt und die Geschichte. Dann zeigt euch Balor Dinge, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Liebe Zuschauer, ihr habt es schon gesehen, denn es ist genau die Geschichte, die am Anfang erzählt wird von der Welt, die in zwei Teile gespalten wurde. So, hier oben haben wir noch einen Herrn. Hier dahinter geht es nicht weiter. Hier ist dann Ende. So, das bisschen zeige ich euch. Also es ist wirklich nicht so, ich werde versuchen, 100% dran zu machen. Da ich dieses Spiel ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel gesuchtet. Es ist veraltet und nur für dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich XP auf meinem Rechner immer haben wollen, denn XP ist das Letzte, worauf es läuft. So, hier haben wir eine geheime Truhe also entdeckt. Soweit auf Vista zum Beispiel läuft es schon wieder nicht. Vista und 2000 läuft es nicht. Das ist unglaublich, es öffnet dann einfach nicht. Selbst auf XP habe ich meine liebe Not, es zu öffnen, bin ich ganz ehrlich. Das erste Mal gespielt habe ich, da habe ich noch 98 gehabt. Damit ihr es gleich wisst, auf XP und allem soll es eigentlich laufen, auf XP, Vista und 2000, steht alles hinten drauf. Tut es aber nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht, mir konnte auch noch keiner eine Antwort geben. Ich habe auch schon ein, zwei Foren vor ein paar Jahren deswegen mal durchgewälzt, weil ich wollte eigentlich mal auf etwas Besseres umsteigen. Das Speicherbuch nutzen wir noch nicht. Ich werde mal gucken, dass ich das immer am Ende einer Folge nutze. Deswegen, ich werde mal gucken, ob ich die erste Folge jetzt gleich schon beenden werde. Das ist cool, ich kriege am Anfang jetzt mal was. Normalerweise kriege ich nichts, bis ich in New Whitewater bin. Deswegen, es muss gerade echt so dieser Vorführeffekt sein, dass ich hier überall was finde. Moskitosaugstärke. Hier am Wasser ist es sehr laut. Das ist... Die Geräuschkulisse, wie gesagt, ist so unterschiedlich an der Lautstärke, dass es mir immer wieder Sorgen macht. Na gut, ich habe den Anfang euch gezeigt, der liebe Tal hier. Und damit werde ich jetzt auch schon das Ganze beenden. Ihr werdet jetzt gleich das vom Testen sehen. Oder, oh, ihr seht sogar meine ganzen anderen. Oh ja. Wir nehmen das New Whitewater. Das ist das letzte Test, was ich gemacht habe, wenn ich mich nicht irre. Das werde ich überschreiben. Und damit beende ich die erste Folge. Und damit sage ich Ciao!